Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil meines No Man's Sky Let's Play. Dieses Mal machen wir eine Benennungsfolge. Beziehungsweise habe ich die Sachen, die Kreaturen und Bäume und so weiter bereits benannt und gehe jetzt nochmal alles durch, weil das Tippen, habe ich mir gedacht, ist einfach zu langwierig und nervig, das jedes einzelne einzutippen während einer Folge ist irgendwie doof. Deswegen machen wir das jetzt mal so. Mal schauen, ob das einigermaßen funktioniert. Und ich sage dann auch natürlich dazu, von wem die tollen Vorschläge kamen, die wir hier teilweise haben, beziehungsweise habe ich viel jetzt auch einfach selbst benannt. Der Planet, auf dem wir uns hier jetzt gerade befinden, heißt zum Beispiel Archipelo, denn so heißen Inselgruppen im Wasser, was der Planet im Grunde ist. Okay, die Wegpunkte habe ich in McFly Morast, Dunkellichtung, Ebene von Wepper, schöne Grüße an Wepper an der Stelle, und die Merlin-Felder benannt. Schönen Gruß an Merlin an der Stelle. So, hier haben wir ein paar Pflanzen, zum Beispiel die Tomaschine, als Kombination aus Tomate und Oberschiene. Moment mal. Jetzt geht's doch. Ah, jetzt habe ich kein Beweisvideo. Ich habe die nämlich alle benannt, die Gesteine. Aber die Namen der Gesteine wurden nicht übernommen. Nachdem ich die hochgeladen hatte, stand oben immer noch der alte Name. Aber jetzt hat das doch übernommen. Das heißt, ein paar der letzten Gesteine hatte ich nämlich nicht mehr benannt. Die heißen jetzt, wie sie waren. Ist egal, gehen wir mal weiter durch. Das hier ist der Archipelopummel. Hier haben wir Red Hot. Archipelo Rotgras. Ein paar Sachen sind sehr kreativ von mir, ich weiß. Hier haben wir Scheinstein. Das Todeskrallennest sieht doch wirklich ziemlich ähnlich aus, oder? Hier haben wir die Hand des Teufels. Den Ponöbel. Den Bogenstein. Gewindewurz. Bei dem Gewächs habe ich festgestellt, ich wollte es nämlich eigentlich irgendwie Gewindekraut nennen oder Windekraut oder sowas. Habe dann festgestellt, dass Kraut nicht geht, weil das vom Schimpfwortfilter von dem Spiel erkannt wird. Kraut ist ja ein bekanntes Schimpfwort für einen Deutschen und anscheinend filtert das der Schimpfwortfilter. Das heißt, wir können nichts Kraut nennen. Auch wenn das im Deutschen ein richtiges Wort ist, Kraut geht nicht. Das wird nur als Schimpfwort erkannt. Tja, so ist es eben. Da sagen wir die ganze Zeit Schimpfwörter, wenn wir über Kräuter reden und wissen es gar nicht. Sauerkraut. Darf ich das überhaupt live sagen? So, hier haben wir Punkfriese. Podestrit. Kandelaber, Mogelpilz, Chucky Squid, weil es sieht ein bisschen aus wie die Haare von Chucky aus Rugrats, wenn ihr das noch kennt, habe ich mir gedacht. So, dann die WC-Ente, ein Vorschlag von Merlin, danke dafür. Hier haben wir Heinewurstwurz, die Heinewurstwurz. Manchmal kommen aus Verschreibern die witzigsten Ideen zusammen. Den Rotwurmfriesen, die Rotwurmfriese, den Archipelostein, genau, Entroxid zum Beispiel ist der Standardname, habe ich nicht mehr umbenannt, weil eben die Namen vorher nicht übernommen wurden, aber jetzt weiß ich es besser, anscheinend dauert das noch manchmal ein bisschen. Hier haben wir den Piano Pongo, denn er sieht so aus, als würde er unterm Laufen Piano spielen, findet ihr nicht? Ich finde, das sieht total cool aus. Stellt euch mal nur den Oberkörper vor, blendet mal so den Unterkörper aus, wie er am Piano sitzt. Ich halte gerade seine Beine mit der Hand zu und stelle mir vor, da ist ein Piano. Es ist echt witzig. Okay, dann haben wir den Schnabelbärflosser. Den, ach ja, die habe ich wieder nicht benannt, die Gesteine. Okay, gelber Elefantenbärbaum. Hier ist der gelbe Giraffenbärbaum. Hier ist die rote Gerda. Da haben wir wieder Gestein, Käseblatt, wegen den Löchern. Ich hätte es Emmentaler Blatt nennen sollen oder so, aber das ist mir erst danach zu spät eingefallen, leider. Und hier ist Grr. Ich wollte offensichtlich irgendwas mit Grün schreiben, weil die Blütenblätter grün sind, aber es ist ein Grr draus geworden. Also ist es jetzt Grr. Hier haben wir Kängu-Katzraffe. Kängu-Katzraffe. Weil hinten hüpft das Ding so unglaublich hoch mit dem Hintern wie ein Känguru, haben wir uns gedacht. Katze, weil es offensichtlich aussieht wie ein Luchs oder sowas. Und Giraffe wegen der Musterung. Deswegen Känguru-Katze-Raffe. Und fancy Handtasche. Weil auf den ersten Blick sah das für mich aus wie so geöffnete Handtaschen mit irgendwie so, weiß ich nicht.
Ist ja auch wurscht. Kommen wir zurück zu Sepuloni, der Planet für Nerds, unser erster Planet. Hier habe ich den ersten Wegpunkt Sepuloni-Tal und Sepuloni-Flachland benannt. Sehr kreativ. Und hier haben wir Donald Trump. Den Vorschlag hatten wir von, ich muss kurz schauen, Christian, ich kann deinen Nachnamen nicht lesen, meine Handschrift ist furchtbar, irgendwas mit S und Meier. Danke für den Vorschlag. Echt witzig, und daraus hat sich nämlich ergeben, dass wir alle von diesen Spinnenkrabben irgendwas mit Trump benannt haben, aber dazu kommen wir jetzt dann eh gleich. Hier haben wir den sepulonischen Landsquid, obwohl es müsste ja eigentlich ein Schleimhaufen sein, den wir hier sehen, aber okay. Die Traurigpalme. Obama? Obama hatten wir, habe ich das schon? Nein, ich glaube auch nicht. Obama war ein Vorschlag von TV Gaming, danke dafür. Hier haben wir Obama und drunter haben wir Zwobama. Dann hier drüben ist der Gustav. Gustav war ein Vorschlag von X-Gamer. Vielen Dank für den Vorschlag. Hier haben wir die Augelauge. Brutmutter Trump. Den Fischbär kennen wir ja schon. Und Spoiler Trump. Der Sportliche unter den Trumps. So, auf der nächsten Seite finden wir hier noch Quadrotrump, weil er nur vier Beine hat im Vergleich zu den anderen. Die sehen auch ein bisschen anders aus. Das sind gar keine so Spinnenbeine. Na gut. Und Hornpongo. So, ich glaube, das war's auch schon. Dann sind wir auch schon durch. Ich würde jetzt echt sagen, ich hätte gerade Bock, weil Landsquid Bird Rider, das System meine ich jetzt, das wir so benannt haben, hat noch so viele Planeten im Angebot. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach mal zu einem neuen Planeten und schauen uns einfach mal an, was es hier in diesem... Ups, falsche Taste, Entschuldigung. Was es hier in dem System noch so gibt. Ah ja, hier boostet man, okay. So, ich fliege mal ein bisschen ins Weltall. Wow. Ich würde gern irgendwie eine Karte aufrufen können, aber irgendwie geht das nicht hier drin. Oh, was ist jetzt? Ah, nach unten drücken. So rufen wir die Karte auf. Das ist sehr schön. Okay. Ich kann hier rauszoomen. Eigentlich möchte ich... eigentlich würde ich das gern näher sehen. Ich kann es drehen. Und zoomen. Vielleicht muss ich ganz nah reinzoomen. Nein, das geht nicht. Weg ins Herz der Galaxie. Ah, ich verstehe. Hier wird mir quasi ein Weg ins Herz der Galaxie empfohlen. Und hier kann ich auch in den Freiflugmodus gehen und kann dann überall hin, wo ich hin will. Aber wir haben ja noch gar keinen Hyperdrive. Ich hätte eigentlich gehofft, wir könnten einfach nur... Ich hätte eigentlich gehofft, wir könnten ja einfach nur ansehen... Keine Ahnung. Ah, Moment, jetzt macht er was. Suche läuft? Keine Ahnung, ich habe nach oben gedrückt und jetzt läuft die Suche. Aber ich weiß nicht, nach was wir suchen. Ich zoome währenddessen mal raus. Oh, ich kann auch nicht weiter rauszoomen. Schade, ich hätte gedacht, wir können jetzt mal auf Galaxie-Ebene rauszoomen. Aber das ist eben, falls ihr das nicht wisst, das wirklich Coole und Besondere an diesem Spiel, dass wirklich jeder Lichtpunkt, den wir hier sehen, und das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Spielwelt, ein winziger, ein mikroskopischer Ausschnitt, ein Sonnensystem ist mit vielen Planeten und auf jedem oder auf vielen Leben Kreaturen. Und es ist alles prozedural generiert, also nicht mal die Entwickler wissen, wie alles aussieht und was es alles so zu entdecken gibt. Ist schon ziemlich cool. Sechs Planeten sehen wir hier zumindest. Ich weiß nicht, Suche läuft immer noch. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Ich drücke mal einfach ein paar Knöpfe und dann schauen wir mal, was passiert. Okay, so kommen wir wieder zurück. Hier passiert auch nichts. Nee, okay, da passiert leider nichts. Schade. Echt schade. Leider können wir... Es muss doch eine eigentlich... Oder es muss doch eine Sonnensystemkarte geben. Das gibt's doch gar nicht. Naja, jetzt schauen wir mal. Hier haben wir die Sonne in diesem System. Hier ist Sepuloni, der Planet für Nerds, unser erster Planet.
Ah ja, hier ist Rockpoint Bauer, der Planet mit dem coolsten Namen überhaupt wahrscheinlich. Hier haben wir einen Planet, der Hotel heißt. Auch nicht schlecht. Und wir sind hier über Archipelo. Ganz genau. Wahrscheinlich gibt es hier aber noch mehr Planeten hinter Archipelo, die wir jetzt nicht sehen können. Aber fliegen wir doch einfach mal... Ach so, hier ist noch einer. Okay, wie weit sind die weg? Ups, verdammt. Ich bewege mich mal ein bisschen. Zudem brauchen wir 5 Stunden. Hier 2 Stunden, der ist also deutlich näher. Hier auch 4 Stunden. Dann fliegen wir doch mal hier zu Rockpoint Bauer. Der scheint der nächste Planet zu sein. Aber damit wir nicht wirklich 5 Minuten fliegen, aktiviere ich den Hyperimpulsantrieb-Drive. Whatever. Eine Minute. Immer noch ziemlich lang, oder? Man ist schon lange unterwegs. Ich finde es ja ziemlich cool. Ich habe es eh schon gesagt, als wir das letzte Mal im All waren. Aber da kommt eben diese Größe, diese gewaltigen Ausmaße kommen da echt gut zur Geltung, wenn man so ewig lang unterwegs ist. Dieser Größenmaßstab ist einfach cool. Ich frage mich ja, wie groß die Planeten tatsächlich sind. Die wirken schon sehr riesig, die Planeten. Habe ich in noch keinem Spiel so gut gesehen. Aber ob die nun wirklich Planetengröße haben, das weiß ich nicht. Das würde mich interessieren. Okay, nach ungefähr 40 Sekunden, dann sind wir auf Rockpoint Bauer. Wenn ich den Planeten umbenenne, dann wird er auf jeden Fall den Beinamen Bauer behalten. Jetzt muss ich mal kurz aus dem Hyperraum. Ich weiß gar nicht... Ah ja, so kommen wir raus. Ich bremse mal schnell ab und drehe mich mal um, weil jetzt dürften wir hinter... Das war er, oder? Ach nee, das ist der Planet Zeppoloni. Wo ist denn dann... Kommen wir von da? Das sieht auch aus wie Zeppoloni. Ach, Moment, da wollen wir hin. Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Das ist der Hotelplanet. Ah, da. Okay, von da kommen wir. Nee, da sehe ich jetzt nichts. Ich versuche gerade rauszufinden, was mir genau diese Linien anzeigen. Ich vermute, das sind entweder die Umlaufbahn der Planeten, weil ich kann die Tiefe von denen nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie weit die entfernt sind. Oder das sind irgendwelche Routen oder sowas, Handelsrouten. Weil irgendwie sieht es so aus, als wären da auch Verbindungen zwischen Planeten. Keine Ahnung. Naja, fliegen wir mal weiter Richtung Planet Bauer. Treibstoff haben wir noch ein bisschen, das dürfte uns nicht ausgehen jetzt. Ich bin echt schon gespannt, wie das mit dem Handel genau funktioniert, wie wir neue Schiffe und sowas kriegen. Bis jetzt habe ich ja im Grunde nur einen Kerl getroffen, mit dem ich handeln konnte. Von dem haben wir unser cooles Gewehr bekommen, aber sonst eigentlich nichts. So, ich bremse auch hier mal ab. Schauen wir uns den mal an. Der sieht vom Weltall aus schon ziemlich so aus wie der Planet Zeppoloni, oder? Oh, Kupfer. Kupfer hatten wir noch nicht. Cool. Na gut, dann landen wir mal auf Bauer. Mal schauen, wenn wir jetzt mit einem normalen Boost fliegen, wie lange wir dann brauchen dahin. Oh, aua. Hm. War nicht so klug. Ich bremse mal lieber ein bisschen ab. Hier sind ganz schön viele Asteroiden unterwegs in dem Spiel, in dem Weltall. Überall eigentlich, die sind überall dauernd. Ich meine, es macht Sinn, weil man seinen Treibstoff für den Hyperraum da rauskriegt. Und wenn man irgendwo im Weltall strandet, dann muss dann wirklich irgendwie 2 Stunden bis zum nächsten Rohstoffpunkt fliegen, ist das natürlich super nervig. Aber irgendwie ist es auch komisch, dass überall diese Asteroiden rumlaufen. Das hätte man vielleicht ein bisschen schöner lösen können. So, wir sind schon ziemlich nah dran. Das sieht, ist das wirklich so ein Magma-Planet vielleicht, aber ich sehe auch so ein bisschen Wasserpfützen, oder? Ich weiß nicht, ob das Wasserpfützen sind. Fliegen wir einfach mal näher, dann wissen wir es. Auf jeden Fall ist er ziemlich blau. Okay, die Wasserpfützen sind verschwunden. War wohl nur eine optische Täuschung. Hm. Ich sehe jetzt nichts. Nichts Interessantes hier. Der Planet sieht auch echt tot aus, oder? Na ja, doch, eine Vegetation ist hier schon überall. Ah, und da gibt es Gebäude.
und einen schwebenden Felsen, da landen wir mal. So, wo sind wir hier? In der Euklid-Galaxie. Ich schätze mal, alle Spieler starten in dieser Euklid-Galaxie. Das Ding sieht genauso aus wie das Ding auf dem anderen Planeten, auf dem wir waren, oder? Aber das kann ich nicht scannen. Doch. Und das auch. Also, Pflanzen sehen schon ziemlich ähnlich aus, oder? Aber ich bin auch kein Pflanzenmensch. Für mich sehen auch in Wirklichkeit alle Pflanzen gleich aus. So, dann aktivieren wir hier mal unseren Speicherpunkt. Hier haben wir... Ah, unser Inventar ist dauernd voll. Immer ist unser Inventar voll, weil ich aber auch alles abgraben muss. Aber was soll man denn auch machen? So, ich schau mal, das Schiff ist auch voll. Ich kann auch nichts ins Schiff zurückschicken. Schitten. So, dann laden wir mal die Waffe auf. Ich nehme jetzt wirklich diesen Energiekanister, weil der bringt uns gleich mal einen Platz. Hier können wir vielleicht auch mal ein bisschen reparieren. Ah, den Standardantrieb können wir ordentlich aufladen. Da geht ein bisschen Plutonium drauf, aber auch nicht genug. Ach, das Tanium nicht genug. Keine Ahnung. Naja, einen Platz haben wir jetzt freigeräumt, das heißt, wir können looten. Das ist die Hauptsache. Mal schauen, was wir da in der Kiste finden. Gecknip hatten wir schon mal, so eine Handelsware. So, jetzt schauen wir noch in diese Gebäude, wer hier wohnt. Ob hier jemand wohnt oder ob das leer steht. Oh, das ist, glaube ich, keine Tür, sondern eher so eine Art Belüftungsdingens. Riesige Tentakel. Ah, das ist Gestein, okay. Immer wenn es mit Eat hinten ist, ist es Gestein, habe ich rausgefunden. So, ah, hier ist was. Mit dem kann man interagieren. Okay, Units. Auch nicht schlecht. Ein bisschen Geld bekommen. Fürs Würfeldrücken. Eine neue Technologie. Reichweitenerhöhung Sigma. Scanner. Ah, die Aufspürreichweite des Scanners wird erhöht. Den Scanner benutze ich irgendwie nie. Vielleicht sollte ich mir das mal anfangen. Mal schauen, wenn ich jetzt hier scanne, was sehen wir hier? Hier oben gibt es Energie, wahrscheinlich Plutonium oder so. Keine Ahnung. Da gibt es irgendwelche Rohstoffe. Kann man die von hier scannen und sehen, was man kriegt? Nee. Kann ich von hier drauf schießen? Ups, falscher Modus. Nee, anscheinend habe ich nicht so viel Reichweite. Oh, hier ist irgendeine größere Krautpflanze. Keine freien Plätze, natürlich. So, was ist hier so in die Richtung? Diese Icons, ich muss die noch wirklich dechiffrieren lernen. Also das ist immer irgendein Isotop, irgendeine Energiequelle. Das sind immer, die Schatzkisten sind immer irgendwelche so normalen Rohstoffe, die man so verbaut. Und was ist dieses Blaue immer? Dieses Blaue ist ein Silikat. Ein Silikat. Ich weiß nicht, für was wir das brauchen. Isotope sind immer Treibstoff. So viel habe ich schon verstanden. Naja, wir arbeiten uns vor. Wir lernen das Spiel schon noch. Was ist das hier? Ist das auch was oder einfach nur eine ungewöhnliche Formation? Scheint einfach nur eine ungewöhnliche Gesteinsformation. Auch nicht schlecht. Der Planet ist ein bisschen trostlos. Also, ich meine, hier wächst schon viel Kraut überall, aber im Endeffekt... sind hier zumindest anscheinend keine Tiere, oder? Also bis jetzt noch nicht.
find's ja gut. Ich fänd's ja gut, wenn ich auf jedem Planeten Lebensform rumgurken. Jetzt gucken wir mal kurz hier in das andere Menü. Ah doch, aber hier werden uns definitiv auch also Einträge angezeigt, die wir finden könnten. Ich fliege mal noch ein bisschen über die Oberfläche. Mal schauen, ob wir noch was Interessantes finden. Einfach mal ohne Ziel ein bisschen rumgurken, würde ich sagen. Vielleicht finden wir mal einen Tag. Bei Tag sieht das alles wahrscheinlich schon ganz anders aus. Ah, hier wäre was. Naja, dann landen wir hier mal nochmal. Ah ja, cool. Hier müssen wir wieder so einen Chip bauen. So einen Überbrückungschip. Ah, jetzt haben wir keinen Platz. Was haben wir gleich nochmal aufgehoben? Ich weiß es nicht mehr. Können wir irgendwas ins Schiff senden? Nee. Jetzt müssen wir echt mal schauen, dass wir irgendwie ein bisschen Platz schaffen. Hier kann man noch nachladen. Blitzwerfer können wir auffüllen. Hat aber nicht gereicht. Auch für den Bergbaulaser können wir Munition brauchen, aber auch das wird uns keinen neuen Inventarplatz geben. Da muss ich mal einfach jetzt was wegschmeißen. Hier Plutonium. Rauswerfen. Zack. So, und jetzt bauen wir mal... Moment, ich bin im Schiffsinventar, da bauen wir nichts. Wir müssen ins Anzuginventar. Dann schicken wir das mal ins Schiff und bauen jetzt hier mal... mit der anderen Taste, so jetzt, einen Überbrückungschip. Und den bauen wir jetzt hier ein. Außenposten. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, was die einzelnen Punkte mir bringen. Operationszentrale ist da drüben. Zu Fuß 22 Minuten von hier. Versuch mal hier zu looten, auch wenn wir nicht viel Platz haben für Zeug. Ein Schildsplitter, was auch immer das ist. Ah, hier brauchen wir einen Atlas-Pass. Ich weiß nicht, wie man die kriegt. So. Wir fliegen jetzt mal zu dieser Basis. Die dürfte nämlich mit dem Flugzeug ziemlich schnell erreichbar sein. Aber das ist sie nicht, oder? Dann ist sie das da. Genau, die Operationszentrale. Ich drück da und die falschen Knöpfe. Zu der fliegen wir jetzt mal, die schauen wir uns jetzt mal an. Ich bin gespannt, was wir da finden. Und was das überhaupt ist. Keine Ahnung. Ich hoffe halt, dass wir so irgendwie so Handelspunkte mal finden, oder? Aber ich weiß ja überhaupt nicht genau, wie das alles funktioniert in dem Spiel. Okay, das ist sie anscheinend. Sieht doch ganz hübsch aus. Da landen wir mal. So. Hallo. Ist jemand zu Hause? Wo ist denn hier der Eingang? Vielleicht hier? Ist das eine Tür? Nee, irgendwie nicht. Ha, die sehen ja auch cool aus. Die Bäume. So. Gibt es hier irgendwie einen Eingang oder was ist hier los? Ah, das sieht wie ein Eingang aus, aber der ist zu. Stahl verstärkt. Man könnte da einbrechen, aber man darf nicht reingehen. Wenn ich einbrechen will, kommen bestimmt diese nervigen Drohnen gleich. Sind hier irgendwie Rohstoffe drin oder so?
Ha, verstehe ich nicht. Ah, okay. Bauen wir mal noch einen Überbrückungschip, würde ich sagen. Jetzt haben wir diesen Schildsplitter. Ich weiß überhaupt nicht, was der macht, dieser Schildsplitter. Lebenserhaltungssystemenergie niedrig. Für den Gefahrenschutz und Schildenergie. Ich weiß auch nicht so recht, was das genau... Aber wir können den als Treibstoff im Grunde benutzen. Ich baue den hier mal ein. Das ist zwar jetzt, glaube ich, ein bisschen Verschwendung, aber ich will so einen Chip bauen. Ich will nämlich wissen, was das Ding macht. Okay. Ah, Raumschiff rufen? Welches Raumschiff rufen wir denn jetzt? Rufen wir unser Raumschiff? Unser Raumschiff ist doch schon da. Verstehe ich nicht. Aber da steht auch der Name von unserem Schiff. Ich glaube, da kann man echt das Schiff irgendwie per Autopilot zu sich holen an den Punkten oder so. Ich verstehe es nicht. Wir fliegen weg. So. Okay. Ich würde sagen, dass wir jetzt hier die Folge beenden müssen. Wir sind eh schon wieder viel zu lang drin. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier wirklich Schluss. Und beim nächsten Mal fliegen wir mal noch zu einem der anderen Planeten. Schauen wir uns mal die ganzen Planeten in diesem System an. Und dann kümmern wir uns darum, dass wir unseren Hyperdrive kriegen, oder wie das heißt, damit wir in neue Systeme springen können. Beziehungsweise würde ich ja gern auch nochmal einen Abstecher machen zu Sepoloni, der Planet für Nerds, weil ich den gern abschließen würde. Ich würde da gern alle Lebensformen finden und alles machen, was man so machen kann. Nur mal zu sehen, was eigentlich so möglich ist auf dem Planeten und was man davon hat im Endeffekt. Ich meine, Kohle, man kriegt Geld, Credits überwiesen. Aber was machen wir mit den Credits bitte überhaupt? Ich habe damit bis jetzt ein einziges Gewehr bei einem Händler auf irgendeinem verlassenen Häuschenpunkt gekauft. Naja, wir werden es rausfinden. Wenn es euch gefallen hat, liked doch bitte das Video und abonniert vielleicht den Kanal. Das wäre total cool, das würde mich echt freuen und würde mir echt weiterhelfen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao.